Moin Moin und willkommen in dieser Bauchjoff-Sendung. Ja, schwierig gerade alles. Irgendwie unter einen Hut zu bekommen, ne? Das ist irgendwie gerade alles sehr irritierend. Bödeling, selbst ich habe meine Schwierigkeiten, an diesem Thema Krieg vorbeizukommen. Moment, ich mache das mal kurz leise hier. Dazu muss ich erst das machen. Ausgehen. So. Jetzt ist. Danke. Liebe Grüße an den Tobi. Geht raus. Ich weiß, dass das gerade von dir ist. Hab's hier auch auf dem Monitor. Krieg. Scheiße, will keiner, oder? Sieht zumindest so aus. Und dann sieht es aber trotzdem so aus, als würde jeder Krieg wollen. Jetzt zeigen die Nachrichten, habe ich gerade was zugeschickt. Das ist es. So komme ich, auf diese Weise komme ich nicht drum rum, weil ihr mir, also ich gucke schon keine Nachrichten und bla bla und bin schon aus dem Facebook raus und dann schickt ihr mir im Telegram weiter diese Scheiße. Also wisst einfach, dass ihr mir da keinen großen Gefallen mit tut, weil ich aus guten Gründen, die ich gleich noch näher erklären möchte, mit diesem Thema nichts zu tun haben will. Und so bekomme ich dann halt gewisse Sachen mit, die ich mit einem gewissen Kopfschütteln nur beobachten kann. Und mir dann die Frage stelle, wo ist die Logik? Also zum einen scheint das mit den meisten Deutschen völlig okay zu sein, dass von ihren Steuergeldern bezahlte Waffen an die Ukraine geliefert werden, die gegen Russland kämpft, während Russland unser Hauptgas- und Öllieferant ist. Weswegen ihr jetzt wieder bezahlen dürft, und zwar an der Tankstelle und beim Gashändler und überhaupt. Und da stelle ich mir die Frage, wie kann man da morgen noch zur Arbeit gehen und das weiter unterstützen? Weiter diesen Blödsinn unterstützen, statt endlich anzufangen, sein eigenes Leben zu leben. Ich habe einen Sprung in der Platte und nein, das ist kein Zynismus. Es ist einfach so, wie ich denke. Das, ne, und ihr seid hier bei Bauch auf Sendung, hier bekommt ihr meine Gedanken. Andere kann ich euch hier leider nicht bieten, respektive die findet ihr überall anderswo. Mir fehlte einfach seit Jahren schon die Logik. Aber was, glaube ich, vielen Menschen irgendwie überhaupt nicht bewusst ist, ist, dass das bereits ein kriegerischer Akt ist, eine Kriegspartei mit Waffen zu beliefern. Das ist direkte Teilnahme am Krieg, auch wenn man nicht direkt schießt. Aber jemandem die Waffen dafür zu geben, damit der dann schießen kann, das ist ein kriegerischer Akt. Und da das alles mit Steuergeldern bezahlte Waffen sind, übrigens auch sehr interessant, ne, wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiert mich, wenn es falsch ist, aber die sind überwiegend steuernd bezahlt, diese Waffen. Aber von den Gewinnen aus den Verkäufen, und die werden da ja jetzt nicht einfach hingespendet, oder also klar, die ukrainischen Soldaten selber bekommen die natürlich frei in die Hand. Aber ich habe im amerikanischen Geschichts- oder Politikunterricht gelernt, there is no such thing as a free lunch. Es gibt nicht etwas wie ein freies Mittagessen. Kostenloses. Weil selbst wenn derjenige, der es am Ende isst, es kostenlos genießen darf,
ohne selber was dafür zu bezahlen, muss es jemand anders bezahlt haben. Anders geht das im Kapitalismus nicht. So. Das heißt, diese Waffen werden von Steuergeldern bezahlt und finanziert und die Gewinne streichen sich andere ein. Womit wir halt eben auch wieder einfach beim Thema sind, dass Krieg ein Geschäft ist. Und dass der natürlich deswegen von denen, die von diesen Geschäften was haben, auch immer gewollt ist. Ne, und wer sich immer noch nicht mit Bernays beschäftigt hat oder Canetti, kann ich nichts für. Ihr müsst wissen, wofür ihr euch interessiert, aber wenn ihr dann lieber Nachrichten guckt und eure Zeit damit verschwendet, dann versteht ihr natürlich nicht, wovon ich hier rede und auch nicht, dass diese Leute das alles konstruiert haben. Diese Gedankenkontrollorgane und bla bla bla, die da täglich auf uns wirken und uns Anregungen geben, für das, was wir dann zu unserer Realität werden lassen. Ich drücke es mal einfach ganz platt aus, weil letztendlich ist es das. Wenn ich es auch als solche sehe, dann habe ich immer noch die Möglichkeit zu sagen, ja danke, nee, aber will ich nicht. So, ne? Was ich eben selber geteilt habe, war eine Nachricht, die ich von der Liana, die begrüße auch an dieser Stelle, weitergeteilt habe, wo es dann im Prinzip, das sind wieder die Auswirkungen, da geht es wieder von Mensch zu Mensch, kam glaube ich aus dem Kanal von Eva Herrmann. Was, in Russland stehen jedenfalls gerade, nicht in Russland, Blödsinn, Entschuldigung, hier, Leserzuschrift. Die ich lese es einfach kurz vor. Darüber hat sich, glaube ich, fast keiner Gedanken gemacht. Viele LKWs aus dem Osten, Weißrusslands, Ukraine und Russland stehen auf den Raststätten und sind hier gestrandet, in Deutschland. Ja? Ihr Proviant und ihre Bordkassen gehen zur Neige. Die Fahrer können nicht nach Hause, weil ihre Tankkarten gesperrt sind. Sie können nicht zu essen kaufen, weil ihre Kreditkarten gesperrt sind. Ich bitte euch mal darüber nachzudenken. Und wenn ihr bei den nächsten Tagen an der Autobahn vorbeifahrt, packt ein Lunchpaket und geht auf die Fahrer zu. Die beißen nicht. Sie würden euch sehr dankbar sein. Und dann der für mich eigentlich wesentliche Satz. Auch die russischen LKW-Fahrer, die können ganz bestimmt nichts für den Krieg. Ne, wo dann eher Leute für verantwortlich sind. Ich habe dann jetzt gerade eben noch gesehen, dass ich kenne die ganzen Gesichter ja nicht. Also ich würde mal darauf tippen, dass es irgendwie jemand Wichtiges aus der Ukraine war, der eine Ansprache gehalten hat, in der sich darüber entrüstet, nicht mehr Unterstützung von der NATO bekommen zu haben. Das ist Kriegstreiberei. Da weltweit eine Rede zu halten, in der man rumheult, warum habt ihr jetzt nicht gegen die Russen zurückgeschlagen? Das ist ein Aufruf zum Dritten Weltkrieg. Keine Frage. Und dann stehen da Leute, gucken sich das Public Viewing-mäßig in großen Massen an und jubeln. Fragt sich übrigens noch irgendjemand nach Corona da gerade? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Jedenfalls sahen die nicht alle sehr maskiert aus. Sie hatten alle andere Sorgen jetzt. Gott, wenn ich mir das alleine angucke, habe ich schon, glaube ich, im letzten Video drüber geredet. Ey, da verstehe ich es dann einfach irgendwie nicht mehr. Ich komme da nicht mehr mit. Ich weiß nicht, wie. Und dann, das ist halt eben das, wo ich immer weniger von der Perspektive wegkomme, weil die sich immer weiter aufdrückt, dass diese Gesellschaft diesen Krieg wohl offensichtlich braucht. Wenn ich mir angucke, wie die danach lechzen und sogar jubeln, wenn solche Aufforderungen kommen, da kann ich nur noch, nur lasst mich und die, die da nichts mit zu tun haben, bitte einfach raus. Das ist ein Scheißspiel, wollen wir nicht mitspielen. Wenn ihr so dämlich seid, dann knallt euch alle gegenseitig ab, da haben wir wenigstens unsere Ruhe.
gönnt uns wenigstens die, wenn ihr schon zu doof seid, zu kapieren, dass ihr keine habt, weil ihr ständig anderen hinterherrennt, die euch Gaga machen. Wie kann man so einer Regierung noch vertrauen? Wie kann man das? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es beim besten Willen nicht. Wie kann man sein Leben noch in die Hände von solchen Obrigkeiten legen? Und die Möglichkeit überhaupt in Erwägung ziehen, zuzulassen, dass die mein Leben diktieren, in irgendeiner Form. Offensichtlich so kranke Bastarde, so kranke Psychopathen, die sprichwörtlich über Leichen gehen. Jemand, der Waffen an eine Kriegspartei liefert, muss davon ausgehen, dass damit Menschen getötet werden. Das nennt sich über Leichen gehen. Und von solchen Leuten lasst ihr euch regieren? Echt? Aber ich bin der Bekloppte. Gut, kann ich mir leben. Ich bin gerne der Bekloppte. Aber durch mich sterben keine Menschen. Es sei denn, jemand legt es so dermaßen drauf an, dass er mir keine Wahl lässt, als mich in Notwehr, dann entsprechend. Und da habe ich dann auch kein Problem damit. Aber das muss ein direkter Angriff von jemandem persönlich sein. Und nicht, weil mir irgendjemand sagt, geh mal dahin und schieß den mal tot. Der will dir nämlich was. Also jetzt nicht jemand hier in der Nachbarschaft, sondern ein ganzes Volk tausende Kilometer weiter. Nee, da weigere ich mich, Angst vorzuhaben. Das wäre sehr töricht von mir, das zu tun, davor Angst zu haben. Ist auch ein Verb. Tu-Wort. Angst haben. Haben ist ja auch ein Verb. Vergessen viele Leute solche Kleinigkeiten. Denken da nicht drüber nach. Weil die den Kopf überhaupt gar nicht frei haben. Ja, wie kommt man da raus? Wie kann man es schaffen, möglichst seinen Kopf selbstgesteuert zu benutzen? Habe ich gerade mal wieder ein Buch drüber veröffentlicht. Ich freue mich sehr, dass das bisher so gut ankommt und dass die meisten, die reingucken, sehr schnell begreifen, was das genau ist, was ich da zusammengeschrieben habe. Und ich bilde mir da nichts drauf ein. Das ist einfach eine super geniale Idee, aber die stammt nicht einfach von mir. Die kam auf einmal aus dem Äther und dann habe ich den Faden wieder gegriffen und habe halt dann gedownloadet, was kam und habe dieses Buch am Ende dabei in der Hand gehabt. Finde dich selbst in 14 Tagen, heißt es. Und ist im Prinzip ein Experiment oder eine Anleitung zu einem Experiment, in dem es darum geht, die Macht der Wiederholung in Bezug auf unsere Glaubenssätze, das, was jeden Tag unser Leben beeinflusst, die Kontrolle da wieder drüber zu bekommen und das wieder gezielt zu lernen einzusetzen und sich dabei dann auch noch daran zu erinnern, wer wir eigentlich sind. Und das finde ich halt auch einfach affengeil, dass das gerade so gut bei euch ankommt, dass ihr da merke ich einfach, okay, ich bin vielleicht meiner Zeit einfach Jahre voraus, aber jetzt ist die Zeit da, wo auch ihr langsam checkt und nicht nur im Kopf, sondern im Herz begreift, dass wir nicht diese fleischliche Hülle sind, dass die Erde nicht die Materie um uns herum ist. Dass wir nicht darin herumlaufen, sondern dass wir Bewusstsein sind, dass all das um sich herum projiziert. Wir werden dann auch irgendwann Fragen nach der Form der Erde obsolet. Weil in einer virtuellen Realität, in der wir tatsächlich offensichtlich leben,
wenn man sich das lang genug anguckt, dann ne, bin ich offensichtlich nicht der Einzige, der dann... Ja, es ist nicht alles materiell. Herzlichen Glückwunsch. Und unser Körper auch nicht. Und wir sind das nicht, weil wir Energie sind, weil wir Bewusstsein sind, weil wir was ganz anderes sind. Und dieses Buch hilft einfach sehr dabei, durch die Anwendung von Repetitio. Ne, ey, wer das sich da, guckt euch bitte so etliche der neueren Vorträge von Daniele Ganser an, weil er das da in seinen Vorträgen super cool nicht nur erklärt, sondern auch direkt anwendet. Wiederholungen. Dass er immer wieder auf einen bestimmten Punkt kommt. Ey, dann, wenn du es fünfmal gehört hast, dann ist es definitiv mehr da oben drin, als wenn du es einmal gehört hast. Und jetzt nimm dir etwas ganz Bestimmtes, von dem du weißt, dass es Sinn macht, davon überzeugt zu sein, weil dir selber das hilft. Und dann lad's in ein gedankliches Maschinengewehr. Ich bin nicht mein physischer Körper. 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 Ich bin nicht mein physischer Körper, ich bin nicht mein physischer Körper, ich bin nicht mein physischer Körper. Ich bin nicht mein physischer Körper, ich bin nicht mein physischer Körper. Ich bin nicht mein physischer Körper, ich bin nicht mein physischer Körper. Ich bin nicht mein physischer Körper, ich bin nicht mein physischer Körper. Ich bin nicht mein physischer Körper. Ich bin nicht mein physischer Körper. Ich bin nicht mein physischer Körper, ich bin nicht mein physischer Körper. 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 I'm not my physical body. Ich bin nicht mein physischer Körper. 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 Macht das mit dem Glaubenssatz, den ihr in Stein meißeln wollt, weil ihr kapiert habt, wenn ich die Welt so sehe, dann geht es mir automatisch besser. Macht das am Morgen. Zieht das einfach so lang durch. Ich habe es jetzt gerade einfach unterbrochen. Ich kann sowas locker eine Viertelstunde bis halbe Stunde machen. Problemlos. Und das Geile ist, wenn ich das am Morgen mache, oder nach dem Aufstehen, wann immer der Morgen ist, also für den Zeitraum, den ich meinen Tag nenne. Es ist, ich lebe in einer anderen Zeit als ihr. Und ich habe auch eine andere Zeitrechnung. Anderes Thema. Wenn ihr mit sowas euren Tag beginnt, dann wird das den ganzen Tag nachhallen. Und ihr werdet, wenn ihr euch einfach nur darauf konzentriert, innerhalb eines Tages einen so immensen Unterschied in eurer eigenen Wahrnehmung herstellen können, dass euch Hören und Sehen vergehen kann. Tatsächlich. Aber habt da keine Angst vor, das ist gut. So. Und dieses Buch lädt dazu ein, dieses nicht nur einen Tag mit einem zu machen, sondern gleich 14 Tage am Stück durchzuexerzieren mit verschiedenen Glaubenssätzen und danach der Möglichkeit, eure eigene Ankettung, all dessen, was ihr denken wollt. Weil das ist das Schöne. In Wahrheit gibt es keine Wahrheit, die allgemeingültig wäre in Bezug auf, wie wir wahrnehmen.
Ne? Und ich kann nochmal wieder nur drauf rumreiten, Wahrnehmung hat unheimlich viel mit Wahrgebung zu tun. Und deswegen ist das auch ein Unterschied, ob ich sowas einfach nur im Kopf mache. Es funktioniert im Kopf, tut es auch. Wenn du es ein bisschen geübt hast, kannst du das auch im Kopf. Aber es ist immer, egal wie geübt du bist, auch, es ist ein Booster, es laut auszusprechen, sich vielleicht vor einen Spiegel zu stellen oder vor eine Kamera zu setzen. Und noch ein Booster ist es tatsächlich, es vor anderen Leuten auch noch auszusprechen, weil die bekommen es dann auch noch mit. Und sobald die die Idee aufgreifen und mit das auch machen, kommt Energie zurück. Und zwar gleiche Energie. Ne? Energie zieht Energie. Ja. Probiert es einfach selber aus. Dazu müsst ihr das Buch nicht unbedingt kaufen. Ne? Das gibt es bei mir wie immer auch als kostenlose PDF auf der www.list2020.de. Könnt ihr es euch kostenlos runterladen. Freue mich natürlich trotzdem über jeden, der es dann in Printform bestellt, weil da halt eben tatsächlich auch ein guter Teil von in meiner Tasche landet. Und muss auch immer noch von so ein paar Sachen leben, die Geld kosten. Ja, schaut es euch einfach mal an. Ich habe leider noch kein Exemplar hier, weil es erst vor ein paar Tagen veröffentlicht wurde. Aber ich finde halt eben trotzdem toll, wie viel Resonanz ich schon darauf bekomme. Übrigens mit einem Vorwort von Joe Conrad. Auch an dieser Stelle danke und liebe Grüße. Und ja, schaut es euch einfach mal an. Ich werde mit Sicherheit darüber demnächst auch noch mehr Videos machen. Vor allen Dingen dann, wenn ich wirklich auch Reaktionen und auch Schilderungen von euch habe, auf die ich zurückgreifen kann, um einfach mal so ein bisschen auch um das Drumherum, um dieses Buch und die Wirkung dieses Buches, weil das Buch ist eigentlich nur ein Werkzeug. Es dient nicht der Unterhaltung. Ja, und ja, schaut es euch einfach mal an. Wenn es nichts für euch ist, gibt es jemand anderen. Ich weiß, dass ein Haufen Leute da was mit anfangen können wird und bekomme auch entsprechend das schon wieder gezeigt. Und da freue ich mich natürlich sehr drüber, vor allen Dingen, weil das nicht für mich einfach nur eine Bestätigung ist, sondern weil ich Bestätigung darin finde, dass ich die ganzen Jahre richtig gelegen habe, dass da irgendwann auch andere Menschen drauf kommen, weil es so offensichtlich alles ist, weil es vor unseren Nasen liegt. Und sobald wir uns irgendwie mal aus dieser Medienshow und diesem ganzen Blödsinn rausholen, haben wir auf einmal Raum für was anderes in uns und in unseren Köpfen und in unserer Wahrnehmung. Da können wir die auf einmal mit anderen Dingen füllen. Und dieses Buch ist einfach ein guter Einstieg dafür, um das einfach zu erleichtern und das alles so ein bisschen kontrollierter auch machen zu können. Und es ist halt tatsächlich auch eine Sache, die sehr mit Spaß verbunden sein kann. Ne? Weil es ist der Fried mit im Spiel, so, ne? Den wir hier einfach jetzt auch nochmal, das ist untereinander eh schon lange unser Gruß. Ich kenne viele Leute, die mich mittlerweile so grüßen, weil sie genau wissen, was es ist. Ich weiß von einer Jugendeinrichtung, in der Friedensfinger installiert worden ist und entsprechend sinnvoll eingesetzt wird und ein gutes Werkzeug geworden ist. Finde ich toll. Liebe Grüße an diese Stelle. Ich sage gerade keinen Namen, weil ich weiß, ne, du weißt, wen ich meine. Und ich weiß, dass du dieses Video guckst. So, und ja, viel mehr bleibt mir dann jetzt auch gerade nicht zu sagen. Wir sind bei 24 Minuten, leck mich die Bretter. Ja, war aber auch, ne, muss ja nicht immer Shorties machen. Ne? So, und solange hier, ich freue mich, dass wir, und bevor das jetzt von alleine ausgeht, tschüss mit F, bam, freue mich, dass ich hier mal gerade wieder eine halbe Stunde Video machen konnte. Cool, damn.